Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir bleiben im Kapitel 16 beim Passiv, im einfachen Präsens und üben weiter. Wir haben eine sehr tüchtige Sekretärin, die ihre Arbeit zuverlässig erledigt. Bitte sprechen Sie mir nun nach. Beispiel: Post ablegen, Sekretärin. Wer legt die Post ab? Wer legt denn die Post ab? Sie wird von der Sekretärin abgelegt. Nummer 1. Wer frankiert denn die Briefe? Sie werden von unserer Sekretärin frankiert. Nummer 2. Wer gibt die Post auf dem Postamt auf? Die Post wird von unserer Sekretärin auf dem Postamt aufgegeben. Nummer 3. Wer schreibt denn alle Rechnungen? Alle Rechnungen werden von unserer Sekretärin geschrieben. Nummer 4. Wer bestätigt denn jeden Auftrag? Jeder Auftrag wird von unserer tüchtigen Sekretärin bestätigt. Nummer 5. Wer schließt den Drucker an? Wer schließt den neuen Drucker an? Der neue Drucker wird von unserer Sekretärin angeschlossen. Nummer 6. Wer gibt denn die neuen Daten ein? Die neuen Daten werden von unserer Sekretärin eingegeben. Und Nummer 7. Wer ändert denn den Vertragstext, den wir beschlossen haben? Der Vertragstext wird von unserer Sekretärin geändert. Natürlich auch korrigiert. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zur nächsten Folie.